Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem Thema, das die Engel behandelt. Ich lese heute aus meinem Buch, Was die Engel uns lehren. Und wenn wir den Begriff Engel hören, und wollen wissen, was das bedeutet, das kann man googeln, kein Problem. Ja? Was ich euch hier sage, das könnt ihr nicht googeln, das ist Buch des Lichts Lehre. Zunächst einmal werdet ihr nicht gehört haben, dass es die Engel waren, die dieses Universum mit allem darin erbaut haben. Unter und mit unserer Mitwirkung. Wir haben dieses Universum mit allem darin gebaut, denn wir sind die gefallenen Engel. Und im Vorgang des Falles haben wir uns getrieben von Verlangen und Trishna, Lebensdurst, mit immer neuer Materie umgeben, die immer dichter wurde und die zu diesem ganzen Universum führte. Denn auch ein Sonnengott ist ein gefallener Engel, wenn man so will. Und zwar eine Monade, die mit anderen den Urgrund verlassen hat und sich in die Materie gestürzt, beziehungsweise sie befruchtet hat. Und wir wissen bisher, was das ist. Das ist ja dann die wahre Bedeutung auch der heiligen Mutter Maria. Eine der Bedeutungen, wo man sagt, da wurde also eine Jungfrau befruchtet. Die Materie ist ja auch jungfräulich. Immer wieder Mula Prakriti. Ja? Und die Welt mit allem darin, das kann man sagen, ist die Gesamtsumme aller Wesenheiten in Manifestation und kein Schöpfergott hat das gemacht. Da gibt es diese lieben, aber offensichtlich verwirrten Buddhisten. Schaut mal, hier ist unser Freund hier. Damit sie noch mehr Geld verdienen können mit über 10 Millionen Exemplaren, also das ist eine Leseprobe hier drin, haben sie einfach gesagt, Buddha hat die Welt erschaffen. Ja, und im Himmel ist Jahrmarkt und die Erde ist eine Scheibe, ich weiß, ja, genau. Meine Lieben, man kann auch den erhabenen Buddha beleidigen, indem man ihn auf eine Stufe stellt, nicht die ihm nicht zukommt, aber das trifft gar nicht zu. Es gibt keinen außerkosmischen Schöpfergott. Alle Wesenheiten in Manifestation sind die Gesamtsumme. Und verursachen die gesamte Welt, vom kleinsten Wurm bis zur höchsten Galaxie. Und es ist immer nach demselben System. Nicht wahr? Und der Mensch ist ein Mini-Kosmos in einem Maxikosmos. Und den heutigen Sinnen unsichtbar war diese Entwicklung feinstofflicher Natur und wir fielen immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Ja? Natürlich lehrt das Buch des Lichts, dass es auf der Ebene des Astralen eine separate Evolution gibt, aber diese Wesen waren eben vorher physisch. Und da sind also die Engel, sind auf der, in der astralen Ebene, haben die eine andere Entwicklungsstufe. Und der Grund, warum wir eines Tages über die Engel herrschen werden, wie es wohl in der Bibel heißt, ist der, dass wir durch eine tiefere Ebene gegangen sind als die lieben Engel. Und mehr zu überwinden hatten. Und darum heißt es in den Heiligen Schriften, dass wir eines Tages über die Engel herrschen werden. Die Engel haben, dazu muss man einmal wissen, bevor wir verstehen, was sie uns lehren, die Engel, ja, wie soll man das sagen, die haben keine menschlichen Schwächen, wie wir sie so verstehen, ja, die sind von diesem Zustand gelöst, darum sind sie auch nicht in einem physischen Körper, sondern in einer feinstofflichen astralen Hülle, die, wenn sie sich manifestiert, verdichtet, in Schwingung kommt und so aussieht wie Flügel. Das wäre eine Erklärung, warum, eine Erklärung für einen Engel mit Flügel. Leider, meine Lieben, gibt es nicht nur gute Engel. Ja. Sondern es gibt eben auch Engel, die schwarzmagisch tätig sind und die ja, den linken Pfad beschreiten,
wenn wir einen Engel des rechten Pfades sehen, der ist immer frei von Eigensucht. Immer. Die Engel des linken Pfades nicht. Und so besetzen sie Menschen, die selber sehr von Eigensucht erfüllt sind und können durch diese Menschen sich manifestieren. Das tun die guten Engel aber auch. Man kann auch gut besessen sein. Keine Frage. Ist kein Problem. Man muss nur sich mit der Lehre befassen und dann wird man eine solche Entwicklung nehmen, ja? Und wenn ich natürlich sage, dass wir die Welt erschaffen haben, in hierarchischer Position, dann ist das auch gleich die Erklärung dafür, warum die Welt unvollkommen ist, ja? Wir sind Götter im Werden. Wir sind Schöpfer, Verursacher der Formen, hierarchisch gesehen, Mineral, Pflanze, Tier, Mensch, Engel und so weiter. Aber weil wir unvollkommen sind, ist die ganze Welt unvollkommen. Und zwar auch der höchste Brahman, die Supermonade per se, ist immer noch unvollkommen, sonst würde sie nicht den Urgrund verlassen. Nun könnte man sagen, sie verlässt ihn aus Mitgefühl, aber das ist ein sehr gewagter. Vielleicht gefällt es der Supermonade, in die Materie zu fallen, sie vorzubereiten, einzuteilen in die verschiedenen Ebenen für die anderen Nachkommenden. Wunderbar, wunderbar. Ja? Die Engel können sich aber, ist eine mächtige Hierarchie, mächtig, können sich physisch manifestieren, wenn es in ihrem Karma liegt. Ja, und dann helfen sie dieser geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken, wieder ein bisschen zurückzufinden auf den geistigen, auf den geistig gesunden Pfad. Wenn Engel manifestieren, dann leuchten sie. Ich habe auch in anderen Vorträgen schon mal gesagt, auch wir leuchten. Passt mal auf. Die Engel sehen uns, einige Hierarchien, nicht als physischer Körper, weil die sind ja auf der astralen Ebene. Die sehen uns leuchtend, mehr oder weniger. Ein erleuchteter Mensch leuchtet mehr als ein nicht erleuchteter. Das ist reine physische, was diese vielen Möchtegern-Gurus und Esoteriker, die von Erleuchtung reden und dann was Geheimnisvolles. Erleuchtung ist ein physischer Vorgang. Wenn du gewisse Verlangenstufen überwunden hast, geht Kundalini hoch und verursacht eine erleuchtete Aura auf der Astralebene, sogar auf der physischen. Und früher waren die Heiligen, hatten halt dann einen Heiligenschein, ja. Später wurde dann die Krone aufgesetzt, als die Heiligen fielen. Und, entschuldigt den Ausdruck, das Pakt, das es da heute gibt, das nennt sich dann Monarchie. Na gut, die lernen auch durch Karma. Meine Lieben, Engel sind, das weiß man auch so, geschlechtslose ätherische Wesen. Ja. Die interagieren nur durch Auren. Wie sich aussehen, zusammenziehen. Und in dem Lied Deva, das ihr am Schluss hören werdet, dann seht ihr auch, da erscheint ein vielleicht 1000 Meter hoher Engel mit einer Aura von 100 Kilometern, wer weiß das, und spricht zu den Menschen. Und er kann dann die Menschen behütend, aber auch warnend einschließen. Und natürlich auch ein Dämonenengel kann das auch. Und seht mal, wenn wir diese Feste immer feiern hier, wie heißen die? Wo die Kinder so Dämonensachen anziehen. So. Halloween, ja, Halloween. Was die Leute nicht wissen, weil die strunzblöde sind. Dass die Dämonen diese Verkleidung, die hat ja Schwingung auch, benutzen, um in die Kinder reinzugehen und sie zu besetzen. Na gut. Also wir wissen, dass die Fledern und die Flügel der Engel eine Verdichtung der Aura sind. Ja? Bitte bedenkt, dass der erste Krieg nicht auf Erden stattfand. Das lehrt ja auch das Buch des Lichts. Schaut mal. Es gibt auf der Ebene der Engel auch einen Fortschritt. Sauna-Evolution. Die dauert viel länger. Man soll es nicht glauben. Viel länger. Als beim Menschen. Der Mensch schreitet so selten, es klingt schneller voran als der Engel. Ja?
Und die Engel haben nicht so sehr gegen träge Materie zu kämpfen. Darum ist der Fortschritt der Engel langsamer. Ja, genau. Höher als die Engel stehen die Meister. Und die befehligen sie. Meister befehligen die Engel. Ein Meister hat eine ganze Schar von Engeln unter sich. Die tun, was der sagt. Aber er kann auch nur sagen, was sein Karma ihm erlaubt. Sonst könnte er sagen, eliminiere alles Leid von der Welt. Da ist ja kein Lernvorgang mehr da. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir werden... Man kann sagen, die Engel sind näher dem Urgrund als wir. Und je näher du dem Urgrund kommst, umso näher ist die Seligkeitsstufe. Und findest eine größere Seligkeit. Und die meisten Religionen machen halt vor Nirvana Halt. Ja? Vor Nirvana halten die. Seht euch nur diesen Verwirrten an. Hier. Der sagt, Buddha hat die Welt erschaffen. Nicht so, wie ich sage, dass die Engel die und wir alle die Welt erschaffen. Nein, gesagt, Buddha ist ein vollkommenes, allwissendes Wesen, der dann die Welt erschaffen hat. Und tappt den genau und verkauft Millionen von Büchern. Warum? Weil viele Christen sagen, das Gefühl haben, unsere Bibel macht keinen Sinn. Mal sehen, was der sagt. Ja, genau. Aber wir wollen unseren Christus beibehalten, sozusagen. Und er beleidigt den Buddha dadurch. Denn der Buddha ist genauso durch die Evolution gegangen, Mineral, Pflanze, Tier, Mensch und so weiter. Der war nur eben schon länger in dieser Evolutionsstufe, der ist schon länger zur Schule gegangen, wenn du so willst, der Buddha. Er war schon, das ist ein Sechstrunder, kann man sagen, obwohl wir erst in der fünften, vierten sind und so weiter, aber und der war auf dem Mond bereits, war schon Meister, kann man sagen, ein Mensch. Da waren wir noch Kriechpflanzen, so ungefähr. Na, so muss man sich das, so kann man sich das vorstellen. Ach, mein Leben. Ich denke mir manchmal, ist das alles nicht zu früh? Also, wie drücken Engel sich aus? Na, durch Musik, Schwingung, Musik, Töne. Das ganze Universum ist eine einzige Symphonie. Warum? Weil jedes Atom eine gewisse Schwingung ausübt. Ja? So. Diese Schwingung ist an sich, Musik ist nichts weiter als Materie in Bewegung. Ja, was glaubt ihr denn sonst? Und diese Materie in Bewegung schwingt auf euer Ohr und ihr sagt, Musik. Oder Worte, dasselbe. Gedanken, das Gleiche. Es ist immer eine Freude für alle Materialisten, wenn ich das sage. Es gibt nur Materie in der Welt der Erscheinungen. Auch im Himmel gibt es nur Materie. Aber die Wesenheiten selbst kommen von jenseits der Welt der Erscheinungen. Die sind, wenn man es vorsichtig sagen kann, immateriell. Und das können sich halt viele nicht vorstellen. Weil sie so der Freude der Materie verfallen, freuen sich jetzt, dass sie geklont werden, dass man sogar ein Herz aus eigenen Zellen kann man dies und das und jenes machen. Warte mal ab, was die Monade dazu sagt. Warte mal ab, bis du ein Zombie wirst. Das wird ganz schnell, wird das sich regulieren, ja? Na gut. Ganz zu schweigen von dem Karma, das man auf sich lädt, wenn man 1000 Jahre alt wird. Das war schon mal so. Wir wurden schon mal 1000 Jahre alt in atlantischen Zeiten und ich werde auch mal wieder ein atlantisches Video machen, denn so viel Unsinn wird über Atlantis auf dem Internet verbreitet. Unwahrheiten, Geschichten. Heutzutage kannst du jedem alles andrehen. Kannst du sagen, die Erde ist platt. Ja. Es gibt keine flache Erde, es gibt nur flache Gehirne, meine Lieben, die gibt es dann. Die kann man dann auch ausdrucken, das ist richtig. Also Engel drücken sich aus durch Musik, Farben und Licht. Ja, Farben und Licht. Können überall wirken, können keine physischen Grenzen. Ein Engel kann durch die Mauer, ein Engel kann durch härtestes Metall durchgehen. Denn auch härtestes Metall hat in den Atomen Zwischenräume. Ja? So, es gibt keinen Millimeter Zwischenraum eigentlich. Alles erfüllt.
aber eben anderen Wesenheiten auf anderen Bewusstseinsebenen. Laut Buch des Lichts steht hier, die gesamte Welt mit allem darin ist auf dem aufsteigenden Bogen und führt zum Urgrund zurück. Und laut Buch des Lichts hat das eine natürliche Auflösung der Elemente zur Folge, das ist klar. Und ein Anstieg natürlicher Radioaktivität beschleunigt dann diesen Vorgang, meine Lieben. Und wenn die Geistwesen wieder erwachen, war bei uns vor über 150 Billionen Jahren, dann ist auch die Existenz natürlich gewissermaßen illusionär. Warum? Na, weil sie vergänglich ist. Deshalb. Ja? Engel sind in Hierarchien eingeteilt, lehrt das Buch des Lichts. Die unteren Hierarchien führen die Anweisungen der oberen aus. Aber auch die oberen können nicht sagen, das ganze Universum wird jetzt vollkommen. Nö. Die können zwar in diese Richtung hin Anweisungen und Ideen geben, aber eben ihrem Karma entsprechend. Und die Devas folgen den Anweisungen desjenigen, der mir das Buch des Lichts und seine Zweigschriften diktiert hat. Dieses Wissen entstammt also dem Buch des Lichts. Und das weist uns immer wieder den Weg aus dem Elend der materiellen Reinkarnation. Also Engel oder Deva oder Devas oder Devata, wie man da sagen kann, das sind alles ätherische Hierarchien. Und die haben auch, wie wir bei uns Kinder haben, Erwachsenen und so weiter, haben die Hierarchien von Elfen bis hoch zum höchsten Engel. Da gibt es Engel, gibt es Waldgeister und so weiter. Das sind alles ätherische Wesen. Im Buch des Lichts wird beschrieben, dass sie jede Form annehmen können, dass sie uns foppen können und so weiter und so weiter. Was dann in den Märchen sieht man das oft dann im Fernsehen oder in Kinos. Dann schaut mal. Nicht nur sind wir auch Engel, gefallene Engel, sondern die Devas, die auf ihrer eigenen Ebene jetzt sich entwickeln, haben uns Substanz von ihrer eigenen zur Verfügung gestellt. Immer entsprechend unserem Bewusstsein und Entwicklungsstand. Wenn ich jetzt ein hochentwickelter Mensch bin, was ich nicht bin, aber angenommen, und ich falle dann wieder tief, kann mir so ein Engel was erstmal nicht besorgen. Da muss ich erstmal wieder durch die untere Teil der Sache durch. Ja, deshalb aufpassen. Aufpassen. Die Devas sind ja überall. Also wenn Vulkane eruptieren und so weiter, das sind alles Engel in Action. Alle Elemente sind Devas in Action. Wenn es donnert und blitzt und kracht, dann haben die etwas uns zu sagen und auch anderen Devas. Ja, und wenn wir uns aufregen und böse sind und vielleicht einen emotionalen Ausbruch bekommen, empfinden die Monaden, die uns zusammensetzen, das auch als Naturkatastrophen. Entsprechende Emotionen, die da zu Gange ist, ja. Also, man kann Devas anbeten, man kann ihre Aufmerksamkeit, man kann sie durch Verehrung aufmerksam machen, aber das Buch des Lichts rät es nicht zu tun. Na gut. Inspiration, Devas inspirieren auch. Deshalb heißt es ja auch, es fällt einem ein, das kommt ja nicht von einem selbst, sondern es fällt einem ein, wenn man die entsprechende Schwingung habe. Ich habe die entsprechende Schwingung, um zu singen und um, egal wie meine Lungen sind, wenn ich auf der Bühne stehe, es klingt jetzt anmaßend, aber das klingt so wie vor 40 Jahren. Also nichts geändert. Die Leute gucken und was? Ist das Vollplayback? Nein! Als ich dich fand, ging eine Sonne auf und der Himmel war so nah. Na und so weiter und so weiter. Und so weiter. Ja. Da gibt es Deva-Hierarchien, schreibt das Buch des Lichts, die Sphäre des Sonnensystems umfassen. Sind untere 6 Deva-Klassen zuständig für die Erde und ihre Kette. Und diese Begriffe werden natürlich im größeren Detail im Buch des Lichts erklärt.
Und auch in diesem Buch, denn schaut mal, es gibt Fragen, die man eigentlich sich selbst beantworten kann, wenn man das Buch des Lichts wirklich gut liest. Denn die Wahrheit ist auch zwischen den Zeilen. Aber die Sache ist zu wichtig. Darum gehe ich hier im Detail auf Fragen ein, die das Buch des Lichts betreffen. Ja? So, und wir nennen auch die Herrscher des Reiches. Indra regiert das Ätherreich, Vayu das Luftreich, Agni das Feuerreich, Nilakanta Agni. Ja. Varuna das Wasserreich und Kubera das Erdreich. Und das Arbeitsgebiet von Kubera und Varuna, Erdengel und Wasserengel, das war Atlantis. Das war Atlantis. Zum Beispiel der Kubera hat Ägypten stark beeinflusst. Ägypten. Daher dort auch die Feueranbetung. Ja? Also die Heiligen damals haben auch nie die Sonne angebetet, sondern das Wesen, welches dessen Körper die Sonne ist. Ja, das schon. Ja? Man betet den Engel des Feuers an, wenn man das denn tun will. Und dieser Vayu und die Indra, die werden in einigen Millionen Jahren der sechsten Rasse, die in Indra der siebenten Rasse, ja? Und dann haben wir, das ist eben, als wenn ich in eine Fabrik gehe oder in ein großes Verwaltungsgebäude, fängt beim Pförtner an und dann geht das hierarchisch hoch bis zum Chef. Dass die Menschen dieses hierarchische Gesetz jetzt missbraucht haben, das ist eine andere Sache. Dass die Obersten die Schlimmsten sind und die Untersten die Opfer, das ist eine andere Sache. So lernt der Mensch. Also wir haben eine Klasse von Solardevas, Engeln. Die werden ja auch, meine Lieben, angedeutet in der Offenbarung Johannes. Ja? Ja, die werden auch oft ausgebeutet. Ja, die Leute sagen, lieber Engel, bezahl meine Miete, hilf meiner Familie, heil meine Tochter. Bitte, wenn das so will. Aber schaut mal, ja, ihr habt doch gehört von den Lipika-Engeln, ja? Die erfüllen ja das Karma-Gesetz, die Lipika. Und diese Lipika sind gar nicht so viele. Aber ihnen unterstehen riesige Devaschan. Ja? So wie den Meistern. Und die Lipika sind ja wie Spiegel. Alles, was man tut, fällt auf einen zurück. Ja, so geht das eben. Alles, was wir tun, tun wir uns selbst an. Das bedenken wir manchmal nicht, wenn wir in Rage geraten oder Wut oder dies und das sagen. Wir tun es uns selbst an. Wir sagen es uns selbst. Okay? Ja, mich dürft ihr nicht als Beispiel dafür nehmen, ob ich das alles richtig mache. Das verbitte ich mir, ja? Orientiert euch an der Lehre. Da habt ihr genug zu tun. Jetzt wissen wir, warum der okkulte Begriff Baumeister und Freimaurer wird ja von den meisten gar nicht verstanden. Wirkliche Maurer sind gemeint. Astrale Maurer, die Substanzen zusammensetzen, die Strukturen bilden für die Monaden. Das sind Maurer, das sind astrale Maurer, Freimaurer. Na gut. Dann gibt es eine... Und um zu wissen, warum die Engel uns lehren, könnte man natürlich auch mal verstehen, wie die Lehrer sind. Und, Entschuldigung, da haben wir die Bildnerengel, die sind für unsere Erde und die Kette sind die zuständig, die Bildnerengel. Dann haben wir die Elementengel, also die, wie ich gesagt, Elemente sind Gewänder von Engeln, ja, so ist das nun mal. Und denen unterstehen die Naturgeister. Ja, und das wisst ihr ja, das kennt ihr von den Kindergeschichten und so weiter, das sind Gnomen, das sind Undinen, das sind Elfen und so weiter, Sylphen, Salamander. Astrale Salamander sind Wesen, die sehr wohl im Feuer leben können. Ja.
Darum wird der physische Salamander als Feuer oder Feuersalamander und so weiter, der natürlich ins Feuer geht, verbrennt er. Man darf das nicht übertreiben, man darf das auch nicht zu wörtlich nehmen, sondern man muss wissen, welcher Begriff zuständig ist für welche Struktur des Wesens. Ja. Kann ein Naturgeist zum Engel werden? Ja. Kann er. Eine Tiermonade kann durch extreme Hingabe zum Menschen sogar manchmal früher ins Menschenreich kommen als, sagen wir mal, von den Zyklen vorgesehen. Ja. Schaut mal, wenn man einen Naturgeist nimmt, dann könnte er sagen, es ist wie ein Engelskind. Der spielt herum, ist fröhlich, ist in der Ätherwelt, macht Quatsch und Spaß und so weiter. Nicht wahr? Wenn er aber die Engelswelt betrifft, betrifft er eine erwachsene Ätherwelt. Das ist die Sache anders. Nicht? Jesus hat gesagt, als ich ein Kind war, habe ich wie ein Kind gehandelt. Als ich ein Mann geworden bin, habe ich wie ein Mann gehandelt. In der Engelswelt herrscht eine Disziplin. Schaut mal, in der unteren Welt, wo die Undinen, die Silfen, wo die Naturgeistwelt, na, da wird noch rumgespielt, da wird noch rumgekaspert. Vor allen Dingen Kinder sehen oft diese Wesen. Dann sagen die Eltern, ja, ja, klar, hast du ein Wesen gesehen, ein Gnom oder eine Undine oder was es so alles gibt, und dann lachen die Eltern drüber. Ja? Meine Lieben, um zu wissen, was die Engel uns lehren, müssen wir uns erstmal über die wirkliche Funktion eines Engels bewusst werden und nicht nur, dass das da so ein rumfliegendes Etwas ist. Ja? Und wenn wir uns das Mineral- und Pflanzenreich anschauen, meine Lieben, dann sehen wir, dass vor allem junge Monaden, die also noch nicht so oft da waren, ja, die werden von Bildnerengeln mit entsprechenden Formen versehen. Wie machen die das? Ja, wie baut denn einer ein Haus? Er nimmt Materie und baut das Haus. Oder macht die Steine aus der Materie und tut sie dann zusammen. Das machen die Engel auch, die nehmen auch Materie. Die nehmen Unterabteilungen von Mula Prakriti, von Urmaterie. Die ist ja da, die ist ja zeitlos, ewig existent, präexistent sogar. Mula Prakriti, Urmaterie. Und die Engel entnehmen der Materie Formen und geben sie der Monade hin, die einen Bewusstseinszustand hat, der zunächst nichts anderes erlaubt als ein Mineral. Und so entsteht diese Mineralstruktur, erst feinstofflich, dann fest. Weil der Engel diese gibt. Ja? Und so entstehen die ersten Formen der Mineralien. Das sollte man mal in der Biologiestunde erklären. Das Kind, da, wo kommen die Mineralien her? Ja, die sind da, sagt dann der Lehrer. Was weiß der, wo die Mineralien kommen? Dann sagt er manchmal, ja, das sind kleinste Tierchen, die dann dicht wurden und so. Ja, das ist aber schon später. Das hat damit noch nichts zu tun, liebe Biologielehrer. Ohne das lehrt ihr das Falsche. So sieht's aus. Na gut. Also die ganz jungen Monaden werden von den Bildnerengeln bekleidet. Das sind die Maßschneider der jungen Monaden. Die gehen zur Schule in der Welt. Und die Schuluniform ist minerale Struktur. Und auch da gibt es ja Unterschiede. Vom untersten Stein bis zum höchsten Gold und so weiter und so weiter. Ja? Und darum muss man ja auch immer wieder verstehen, meine Lieben, das ist immer etwas, was die meisten Physiklehrer und Wissenschaftler, die begreifen das gar nicht. Die sehen Fossilien und sagen, diese physische Form ist so und so alt, dabei ist die viel älter. Weil sie in der physischen Form war sie eine feinstoffliche, astrale, protoplasmische, die sie später verdichtet hat. Also kannst du schon die halbe Lebenszeit wegziehen. Oder hinzuzählen, wenn man so will. Naja. Ich bin immer wieder erstaunt, meine Lieben.
über die Vollkommenheit der Lehre. Und wie andere mehr und mehr draufspringen, die Wissenschaftler, und dann sagen, ja, wir haben das immer gewusst. Ja, genau. Vor 30 Jahren habe ich gesagt, im Buch des Lichts, dass es Zwischengeschlechter geben wird, die weder Mann noch Frau sind. Und die werden immer mehr, bis es keine Geschlechter mehr gibt. Intersexuelle und so, hat man mich ausgelacht. Heute kriegst du einen Ausweis dafür, wenn du intersexuell bist. Aber da muss ich an die Worte des großen Johann denken. Lanu, wenn es soweit ist und die deine Lehre wiederholen, reg dich nicht auf, es ist sowieso nicht deine, sondern hat es dir weitergegeben. Also, so. Jetzt. Versteht ihr? Wenn die Monaden vom Mineralreich ins Pflanzenreich, in die Flora oder Fauna, also ins Florareich wechseln, vom Mineralreich ins Florareich wechseln, dann haben sie doch auch wieder Formen. Wer gibt ihnen die Formen? Wie das vor langer Zeit passierte. So muss doch alles Sinn machen, meine Lieben. Das waren wieder Engel. In einer gewissen Hierarchie. Die haben Material vergeben, welches sich zur Form einer Blume oder einer Pflanze, die untersten, sagen wir mal, die untersten Hierarchien haben, sind Kriechpflanzen. Dann geht es weiter. Je höher die Pflanze entwickelt ist, umso mehr löst sie sich vom Erdboden. Und wenn der Übergang kommt vom Pflanzenreich zum Tierreich, dann werden das manchmal tierfressende Pflanzen. Zukünftige Tiere und so weiter und so weiter. Jetzt fragt der Schüler den Lehrer, ja, aber wo kommen denn dann die alle her? Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, überhaupt, grundsätzlich. Was ist das, dieses Material, was da benutzt wird? Das ist Absonderung des Menschen. Alle Mineralien, Pflanzen, Tiere, alles stammt vom Menschen ab. Ja, da haben die Darwinisten natürlich ein Problem mit, das glaube ich euch. So. Sogar Mineralien, da könnten die Nirvana erlangen. Das sind bewusste Wesen, muss man sich mal bedenken. Es gibt ja Engel, die beeinflussen oder bestimmen sogar Schutzfarben bei Tieren und Pflanzen. Und dann, schaut mal, wenn ihr in eine Firma geht und 20 Leute arbeiten an was, an einem Projekt, dann kann es schon mal zu Problemen kommen. Weil der andere übergreift in den Handlungsbereich einer in den Handlungsbereich des anderen übergreift und so weiter, das heißt doch gar nicht eine Zuständigkeit. Genau das gibt es auch im Engelreich. Ja? Schaut mal, man denkt immer auch, die Engel schauen auf die Menschen. Die Engel beachten den Menschen kaum. Nicht die Regel. Ja? Ja, wen beachten sie dann? Na, die Monade, die Wesenheit, die ist interessant für die Engellichter. Dieser zusammengeballte Kot, der bald gefressen wird, das interessiert die Engel nicht. Die sind auch gar nicht auf der physischen Ebene, um so einen physischen Körper zu sehen. Die sind sowieso nur Strukturen. Und sie sehen auch die Monade in Action, ja, in Aktion. Und sie sehen den wahren Menschen. Die Form interessiert sie nicht. Ja. Und die Monaden sehen, die Engel sehen die Monaden der Steine, der Pflanzen, der Tiere und geben die entsprechende Material. Welches aus dem Engelreich kommt, aber auch abgestoßenes Material von den Menschen. Hauptsächlich. Das war so fast jemand, der einen Maßschneider beliefert mit Ware, mit Stoffen. Der Maßschneider benutzt die Stoffe, schneidet sie, aber derjenige sagt, hier hast du das, das und das und das. Und der Maßschneider schneidet es dann so, dass es passt. Kannst du alles vergleichen mit menschlichen Berufen? Also die Engel betrachten immer nur das Innere des Menschen, das interessiert sie, physisch interessiert sie nicht. Aber es gibt auch Engel,
mit übergreifenden Hierarchien und so weiter, die sich auch schon mal in Frauen verliebt haben. Ja. Nobody's perfect. Ja. Also es gibt nur überhaupt nur eine Evolution, es ist eine moralische. Alle Biologielehrer haben Unrecht. Darwin sowieso, lest mein Buch Darwin irrt, dann wisst ihr es, der hat auch Unrecht. Der hat Religion studiert und dann fiel er zurück ins andere Extrem und hat nicht begriffen. Es gibt also in Wirklichkeit nur eine moralische Evolution. Die Formen sind relativ unwichtig. Das ist ganz wichtig, weil auch das lehren uns ja die Engel. Die Engel lehren uns ja auch, was sie sind und was sie tun im Buch des Lichts. Versteht ihr? Die Engel sagen, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Muss ja auch so sein. Die Formen, weil die so unwichtig sind, werden sie von den Engeln immer wieder zerstört. Wenn die Wesenheit bereit ist für eine neue Form. Und ihr Klonfreaks, ihr werdet schon sehen, was euch passiert. Ihr werdet schon sehen. Wenn die Engel mit euch unwillig werden, dann ratschen die euer ganzes Klonen- und Klonenzeugs weg. Ja. Und die Engel der Elemente verursachen, wenn nötig, Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und so weiter. Die Geister der Elemente führen das an, ätherische Wesen. Aber die folgen den Anordnungen der Engel, aber die sind die sozusagen Ausführenden. Und schaut mal, unser Eigenwille ist ja gut, so lernen wir, aber die Engel haben auch einen. Und die haben einen von den Hierarchien ausgesandten. Und wenn unser Eigenwille zu sehr denen der Engel entgegensteht, dann macht es patsch, patsch, gibt es ein paar Ohrfeigen. Dann ändert der Engel der Erde mal die Achse und schüttelt das, was er nicht braucht, ab wie ein Hund die Flöhe. Und der alte unwissende Mensch sagt, eine Katastrophe. Ja, na gut, bitte, wenn du das so sehen willst. Ein Selbstverursachter. Eine Maßregelung der Engel. Naja. Wisst ihr, die Inder haben schon eine Verbindung zu den Göttern. Sind ja nicht doof. Die sind ja, die haben eine, auch eine innere astrale Verbindung und sie opfern den Göttern. Und die Götter gewähren manchmal. Ich sage, opfere nicht. Na gut. Und das führte ja dann auch zu der Degeneration von Tieropfern in Religionen, ja? Guckt mal in der Bibel, wie es steht, so ein Hammelschlachten. Ja, bist du denn bekloppt? Da sieht man doch, dass du einen blutrünstigen Gott opferst. Die schächten die Tiere und denken, ja, und dann halten sie das verreckende Lamm hin und das zittert und sie glauben, sie erfreuen einen Gott damit. Du bist total verblödet. Das sage ich dir. So, nach diesem Ausbruch des Astralen begebe ich mich wieder zurück in den mühsam erworbenen Gleichmut. Ja. Und weil der Mensch ständig nicht gehorcht, hauen die Engel der Elemente ständig zu. Das ist denen kein Problem. Die Formen interessieren die doch gar nicht. Die klatschen das einfach weg. Der Monade können sie nichts tun. Ja, die ist unzerstörbar. Daher auch die Diamantenlehre des Buddha. Werde ein Diamant wie ein Diamant, unzerstörbar. Ja, werde die Monade wieder. Na gut. Aber die Engel des individuellen Karma unterstehen dem, der mir das diktiert hat. Mahachan. Boah, was für ein. Ich will ja was trinken. Mahachan. Boah. Wenn der erscheint, da wird dir bewusst, was für ein armer Pinsel du bist. Was für ein Pinsel. So. Die Devas, die sind ja auch zuständig für Gold und für diese edlen Metalle. Das sind Schöpfer, ja, ja. Aber kein außerkosmischer Gott, der die ganze Zeit alleine war und dann gesagt hat, jetzt erschaffe ich mal was. Das ist doch Quatsch, meine Lieben, ja. So, und die, es ist ja auch
Interessant, meine Lieben, die Devas zerreißen unsere Gewänder, weil sie uns mit neuen versehen wollen. Ja? Das kann man mal sagen. Und so haben wir nach dem Tode die Todesengel. Wenn es dir bestimmt ist, wenn du ein Absturzkarma hast, weil du vielleicht im vergangenen Leben Leuten aus großer Höhe geschubst hast, also irgendwas gemacht hast, Atlantis, dann wirst du in ein Flugzeug steigen, das abstürzt. Da kannst du wackeln, wie du willst. Und wenn es dir nicht bestimmt wird und du hast gebucht, dann wirst du das Flugzeug entweder verpassen oder du überlebst. Wie durch ein Wunder. Manche haben gesagt, ich dachte, ich werde getragen. Die haben überlebt. Rat mal von wem. So. Es gibt Erdgeister, die auch versagt haben, meine Lieben. Wer Faust kennt, das sind ja alles hohe Werke, die da geschrieben wurden. Da beschreibt ein Engel der Erde in seinem Erdgeist, nicht? Das ist ja eine Schrift, die Erdgeist heißt. Der wirkt aber so auf die Erde, wir müssen ja wissen, wo das niedertierische und pflanzliche Leben dann entsprießt, denn die Monade nimmt ja die Erde als Heim, als Haus. Ja, indem sie sich da auch vervielfältigt und so weiter, dann ist das, wir sagen Planetenengel der Erde, Goethe sagt ein Erdgeist, naja. Aber dieser Erdgeist ist nicht vollkommen, meine Lieben. Und wir sehen im Buch des Lichts Band 2, wie die Erde zwar, oder Band 1 schon, wie sie da irgendwas macht, da, ja. Aber ihr fehlen die höheren Mächte. Es kommen nur Monster raus. Da haben die Devas dann die Macht, gehen hin und zerschlagen das Ganze. Weg damit. Ne? Abfall. Das brauchen wir nicht. Denn den Engeln ist die geistige Evolution wichtig. Und das Buch des Lichts beschreibt ja auch das Versagen eines solchen Erdgeistes. Müsst ihr euch nur mal befassen damit. Ich möchte euch ja auch hier ein bisschen interessieren, die noch nicht das Buch des Lichts gelesen haben, sich damit zu befassen. Haben Sie jetzt schon ein etwas besseres Verständnis? Und die es gelesen haben, sollen es nochmal lesen, damit Sie wissen, dass auch Sie eine Wesenheit sind, die Wesenheiten, aus denen du zusammengesetzt bist, auch beeinflusst durch deine Emotionen, die dann wie Katastrophen, Überschwemmungen und so weiter wirken. Ja? Ich habe mal den Feuersalamander erwähnt, meine Lieben. Das wird ja im niedersten Grad ist es von Salamandern verkörpert, ja. Aber es gibt Feuerengel, unwiderstehliche Macht, Feuerengel. Wenn du den ansiehst, verzehrt er dich, geht gar nicht. Und da kommt wieder, mein Lieben, was ist es? Wenn es in der Nase kitzelt, ist die Wahrheit im Ohr, oje. Naja. Also manchmal Kundalini zu hoch steigt. Und da sagt Mose, das sind 2 Mose 33, 20. Sagt Gott zu Mose, wende dich, du darfst mich nicht sehen. Also wende dich ab von mir, du darfst mich nicht sehen. Du kannst das Angesicht Gottes nicht unmittelbar sehen. Und damit ist schon mal so ein Planetenengel gemeint, das genügt schon. Brennende Dornbusch, ne, und so weiter. Alles so Symboliken, die Symbolismen, die nicht verstanden werden, es sei denn, man liest die wahre Bedeutung der Bibel. Auch eine Zweigschrift des Buchs des Lichts. Und darum sagt Gott auch, mein Gesicht kannst du nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Muss sterben. Da sind wir bei der Bibel, ja. Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Naja. Das sagt er auch in Johannes 1,18. Also niemals hat Gott je gesehen. Und deshalb soll man sich auch vom Höchsten, und eigentlich ist Nirvana gemeint. Man soll sich vom Höchsten kein Bild machen. So einfach ist das. Aber
so viele, gerade Theosophen, die möchten ja gerne, gerade die älteren reichen Damen, die dann zum Krishnamurti gesagt haben, haben sich auf den Tisch gelegt, haben gesagt, so, jetzt bitte erleuchte mich, haben vorher noch $100,000 gespendet. Jetzt habt ihr es davon. Die Bedeutung ist ganz klar, aufgrund von hoher Kundalini-Kraft können wir einen Engel oder auch einen Meister nur bedingt wahrnehmen. Die Schwingung würde uns buchstäblich zerreißen, mein Lieben. Die Erde würde sofort sterben ohne solares Feuer. Im Zentrum der Erde ist ein riesiger Feuerball, es sind Wesenheiten, die dort leben. Ja? 2/3 der Erdwärme kommt von der Erde selber, 1/3 von der Sonne. Wissen die meisten Wissenschaftler nicht, oder eigentlich keiner. Ihr wisst es. So lehrt das Buch des Lichts. Darum ist es auf dem Mond so kalt, denn der Mond hat keine innere Wärme mehr. Das ist ein toter Planet, ein sterbender Planet, eine Leiche sozusagen. Und diese absterbenden, sich verwesenden Einflüsse, wenn das Sonnenlicht drauf fällt und es reflektiert als Mondlicht auf uns, die verursachen schlimme Dinge auf Erden oft. Ja? Bei Menschen, die also dafür anfällig sind. Das Buch des Lichts lehrt, dass die ätherische Ebene mehr und mehr auf die physische zukommt. Wir werden schreckliche Dinge sehen. Wir werden sehen Dämonen, die auf uns zugreifen wollen. Wir werden Kämpfe sehen zwischen Engeln und Dämonen, von Engeln, die uns schützen wollen. Wir werden Dämonen, Astralwesen sehen, die sich plötzlich über den Straßenverkehr neigen und da was machen und so weiter. Oder über die Häuser oder über Berlin oder wo auch immer. Naja, ich sag's euch voraus, meine Lieben. Gut. Schaut mal, es gibt doch die Engel der Wasser. Und wenn wir die Wasser vergiften, dann reagieren die Wasserengel mit Tsunamis. Lässt du dir deinen Körper einfach vergiften, wenn du es nicht willst oder so, ja? Und der sphärische Druck in der Luft und so weiter, ja? Ich sage, die Klimabeeinflussung durch Luftdynamik ist die Zukunft, na gut. Und nicht diese Chemtrails, der ganze Quatsch. Also, natürlich können wir nicht verhindern, dass das Ganze einmal zugrunde geht, beziehungsweise alle 25.000 Jahre, und das ist gleich wieder soweit. Die Achse kippt und andere Zeiten kommen. Das Klima wandelt sich, weil sich es wandelt. Glaubt nicht diesen, entschuldigen, unesoterischen Ausdruck, diesen Deppen, die da rumlaufen und sagen, wir wollen das Klima schützen. Ja. Heutzutage kann es den Menschen alles... Also da kann man sagen, es gibt fliegende Elefanten. Also ja, es gibt fliegende Elefanten. Der Urgrund zieht den aktiven Aspekt ein. Seht mal, es gibt einen aktiven, einen passiven Aspekt des Urgrundes. Passiv in dem Sinne, dass der Aktive eingezogen wird. Und alles, was beim Aktiven ausgezogen wurde, kehrt sich die Aktion rum und es wird wieder eingezogen. Was wird dann aus den Engeln und den Menschen? Was wird da draus? Die werden wieder auf das Rad der Samsara geworfen nach einer Weile, die Monaden. Es sei denn, sie haben Nirvana erlangt und dann bleiben sie. Es gibt auch welche, die Nirvana erlangt haben, da gibt es eben unterschiedliche Meinungen, die wieder rausgeworfen werden, aber so nah am Urgrund, dass ein Schritt genügt, wieder reinzugehen. Also das ist natürlich, da muss man... Ich sage nur, dass Nirvana das Höchste ist, dass Nirvana alles ist, wo alles herkommt, der Urgrund. Und nicht irgendein Gott. Da, wo dieser Gott herkommt, das ist die Wahrheit. Nicht er selber. Und das wahre Wissen der Engel ist eben nur... Ich muss nur noch was sagen, mein Lieben. Es gibt Lehren, die sagen, die Liebe bringt die Wesen hervor. Ne? Da wäre ich aber ganz, ganz vorsichtig. Wenn einer gern trinkt, hat er auch Liebe. Liebe zu Alkohol. Wenn einer dem Urgrund hervorkommt, hat er Liebe zur Materie. Aufgepasst.
bevor wir uns mit, der Deutsche pflastert sich ja immer so mit Werten und Worten zu. Naja. Ja? Und dann kommen immer wieder neue Sonnensysteme, brechen hervor und explodieren ins Leben. In was? In was? Worin explodieren die, mein Lieben? Sie explodieren ins Sterben. Es gibt kein Leben. Nee. Es gibt ein Sterben. Und die Geburt, sei es eines Sonnensystems oder eines Menschen oder was auch immer, ist der Beginn des Sterbevorgangs und der Tod ist sein Ende. Wer so denkt, denkt richtig. Frohgemut, Frohgemut. Naja. Die Kirche von heute ist völlig satanisch, müsst ihr aufpassen. Nicht nur wegen der pädophilen Verbrecher, da bis hoch zum Papst. Nein, nein, das ist nur noch was anderes. Die Kirche ist dreimal verdammenswert. Erstens, weil sie das Reinkarnationswissen entfernt hat, obwohl mit Duldung der Meister, muss man mal sagen. Zweitens, weil sie behauptet, die einzig seligen machende Religion zu sein. Und drittens, wegen der grausamen Blasphemie der ewigen Verdammnis. Wenn es die gibt, dann seid ihr zuerst dran, ihr Lieben, ihr Pfaffen. Es gibt auch gute Pfaffen. Und das wurde ja gemacht, meine Lieben, um den Menschen einzureden, er kann sich nicht aus eigener Anstrengung befreien, er kann sich nur aus eigener Anstrengung befreien. Dann unterstützt von höheren Mächten, das stimmt. Aber die Kirche hat gesagt, das kannst du gar nicht, das kann nur Jesus, wir sind der Mittelsmann, du bist zu schwach, sag also Jesus, erlöse mich und dann ist alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Und wenn es geht, kannst du ein bisschen was zahlen, ja, damit wir müssen ja auch leben, ja, ja. Schaut euch die fetten Pfaffen mal an. Ja, Entschuldigung, ich habe nichts gegen Dicke. Ich mag Dicke. Das ist okay, aber dann bitte nicht so verlogen zu sein. Wir sind Stellvertreter Gottes und wir wollen anderen helfen und alles. Und die kassieren das ganze Geld und da draußen verhungern die Kinder. In Deutschland breitet sich die Armut aus. Und ein Migrant, der kommt, der hat, da haben sie im Fernsehen gezeigt, der hat 10 Frauen. Der kriegt 28.000 Euro im Monat. Ja, sag mal, bist du denn völlig bekloppt? Haben sie gefragt, hast du einen Job? Hat der Job? Ich Job, ich hatte eine Frau, ey, machst du das? Ja. Ja, so und so reproduzieren sie sich in die Mehrheit. Wir wären die islamistische DDR, du wirst es sehen. Alles verläuft nach Plan. Aber die Engel lassen sich das nicht gefallen. So, und deshalb können wir die Bedeutung der Engel gar nicht hoch genug bewerten und wiederholen. Kirche und Religion, naja. Ja, wenn wir, aber trotzdem, mein Lieben, man kann nicht alles von sich weisen. Es gibt im Christentum Engelordnungen, die, das ist schon, die werden sich uns bald zeigen. Die werden bald ihre wahre Natur enthüllen. Weil es waren und sind ja die Engel, welche die notwendige Gründung neuer Religionen verursacht haben. Aber jetzt haben wir das Buch des Lichts, die vereinende Schrift. Ja. Und natürlich gibt es auch Geschichten vom Engel Luzifer. Na, da herrschen große Missverständnisse, will ich nur sagen, ja. Große Missverständnisse. Die erste Wesenheit, die den Urgrund verlässt, fällt in die Materie und erzeugt eine Reibung, die wir als Licht wahrnehmen. So. Der Lichtbringer, Fiat Lux, das ist ja der Licht. Wollt ihr den zum Teufel machen? Macht mal weiter so. Die Juden sagen, der Gott, das ist ein Satan. Die sagen, du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Johannes 10, 33. Und da hat Jesus ganz klar gesagt, wisset ihr nicht, dass ihr Götter seid? Ist doch ganz logisch. Was denn sonst? Ja? Da hat seine Landsleute gefragt, warum sie sich aufregen. Das lehren die Engel ja auch. Das haben die Engel auch in Atlantis, da kommen wir dann auch dazu,
haben sie Menschen in ihre Aura genommen, die Mentalkörper der Menschen, die Menschen unten. Manchmal haben sie physischen Körper genommen, aber normalerweise die Menschen unten sediert, die Mentalkörper genommen, mit den Menschen ins Universum geflogen und dann wurde das, den Mentalkörpern das Wissen gegeben und wie die wieder in die physischen zurückkamen, haben die alles gewusst. Ja? Wenn du Nirvana erlangen willst, genügt die Mantra Om Mani Padme Hum und das Buch des Lichts und Seelenatmenmeditation. Naja. Und natürlich lehren uns die Engel auch die wahre Bedeutung der Taufe. Da ist auch ein Taufengel zugegen, gar keine Frage. Ich berichte hier nur, was die Engel lehren. Auch über sich selbst, vor allem. Denn wenn sie über sich selbst lehren, dann verstehen wir auch gleich deren Bedeutung, ist doch klar. So, jetzt. Taufengel. Man taucht den Täufling ins Taufe, Teufel. Oh, das hört sich aber ähnlich an, ja. Naja. Man taucht ihn ins Wasser, also wie die heiligen Waschungen im Ganges. Aber das ist weder für Babys noch für Erwachsene gedacht. Das war ein Einweihungsritus. Wobei der erwachsene Täufling, der hat sich einer Wasserprobe unterzogen, meine Lieben. Das habt ihr nirgendwo gehört. Ne? Nur hier. Der wurde wirklich untergetaucht. So lange, bis er fast ertrunken ist. Oh, ja. Das ist die wirkliche Bedeutung. Unter anderem. Es hat auch mit Nazaren zu tun und Nazaha und Sprinkler. Wenn der Einzuweihende die Prüfung bestanden hat, ging es in den Körper zurück und er wurde geträufelt, aufgeweckt durch Wassertropfen und so. Und das wurde, warum sollte der fast bewusstlos werden? Was geschieht, wenn du entweder bewusstlos bist oder schläfst oder stirbst? Der Ätherleib löst sich. Warum fühlen sich manche Menschen so weinselig? Natürlich kommt nachher die Nachwirkung. Weil der Wein den Ätherleib lockert und ihn in Ebenen führt, die jenseits des beschränkten Körperlichen sind. Ja? Also der Ätherleib hat sich durch diesen Ertrunkungsvorgang gelockert. Er konnte sein gesamtes Leben vor sich sehen, wie man es wie einen wirklichen Tod sieht. Und der Taufengel hat assistiert, er hat den Vorgang bewacht. Und nun hat man den gelösten Ätherkörper in nachtödliche Ebenen geleitet, um ihn auf seiner Reinheit zu prüfen. Wenn uns das passieren würde, ich glaube, wir wären alle tot oder wir würden verkrüppelt wiederkommen. Wir sind nicht bereit für Einweihung. Vielleicht einige von euch, du kannst sagen. Und das alles geschah, diese schrecklichen Prüfungen, die so mancher nicht überlebte, geschah in der Pyramide und so weiter, wird alles gelehrt im Buch des Lichts. Auch in Kultstätten, in Weisheitsschulen. Taufe ist die erste Stufe der Einweihung, wenn man den Begriff richtig versteht. Missbraucht von der Kirche, indem sie da Babys unter Wasser tauchen, sag mal, seid ihr noch ganz bei Sinnen? Das arme Kind da, ihm einen Schock zu versehen? Nur die Ärzte den Kind erstmal hinten draufhauen. Ja. Aber natürlich, um sich einweihen zu lassen, das haben auch die Engel gelehrt, braucht man gewisse Tugenden. Das sind Voraussetzungen für die Taufe. Ja. Die wahre Bedeutung der Taufe ist ja den Gott in sich, du bist ein Gott im Werden, sagt Jesus, hat auch völlig recht, zu entfalten. Das Reich Gottes ist in euch. Das bedeutet die Bedeutung von zweimal wiedergeboren werden. Einmal durch den Leib der Mutter, das zweite Mal durch den Einweihungsritus. Ist das zu verstehen? Also ist das Sakrament nichts weiter als kopiertes Wissen und Entwürdigung eigentlich der Einweihung. Ja, genauso wie die Krone. Ja. Hat irgendeinem Deppen aufgesetzt, damit die Masse einen Teil Befriedigung empfindet an eine Erinnerung, die sie einst hatten von wahrer Heiligkeit durch Heiligenschein. Schaut euch das Pack an.
das da in den Monarchien heute ihr satanisches Unwesen treibt. Die Zeit ist gekommen, meine Lieben, um von Glaubenden zu Wissenden zu werden. Ich liebe euch alle. Om. Kinder des Lichts, hört mich an. Sie kamen von überall her, den Engel des Lichts zu sehen. Und sie warteten bis in die Nacht auf ein Zeichen von ihm. Und dann erschien er in all seinem Glanz. Kinder des Lichts, hört mich an. Kinder der Liebe, der Treue, der Freude, der Freiheit. Kinder der Hoffnung auf eine neue Welt des Friedens und der Liebe. Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es fühlen? Ich komm von einem anderen Stern. Ich bin der Engel des Lichts und ich bring eine Botschaft von Liebe und Frieden zur ganzen Welt. Weil am Ende doch nur die Liebe zählt. Dies ist meine Botschaft. Liebet einander, vergebt allen und euch wird vergeben werden. Was auch immer geschehen ist, es hat einen Sinn. Völker der Erde, schließt Frieden mit der Welt.